Der Papa Platte Vlog mit Danny und seiner Mama. Papa Platte Vlog. Papa Platti. Die gucken wir uns an. Alle Personen in diesem Video sind negativ getestet. No way. Wir waren safe wieder irgendein Flugplatz oder so. Es fängt schon an wie bei David Dobrik. Oh, Alter, Dannys Real Voice, Alter. Oben in meiner Wohnung sitzen gerade Danny und Dominik und haben legit keinen Plan, was wir heute machen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir einfach eine Nacht in der Wildnis schlafen. Und Timo und ich holen jetzt die letzten Serien und dann geht's ab mit weiter. Okay, Bro, pass auf. Wir brauchen so einen Rig für die Kamera, dass wir so eine Lampe und ein Mikrofon drauf basteln können. Okay, Digga. Kann gucken. Das ist so ein Waffenschrank hier, Bro. Ich glaube, der könnte passen, weil der ist halt oben nicht zu. Dann habe ich hier Akkus für dich, so ein Doppelladekabel via USB. Baba, no joke. Danke, Mann. Was habe ich vergessen? In der Wildnis, no way. Oh, no way, in der Wildnis mit Feuerzeug, mit irgendwie Essen für die nächsten 8 Tage, mit einem Zelt und sowas. Holy shit, als ob. Oh mein Gott, in Berlin in einem Wald und 20 Minuten entfernt ist ein McDonald's. Oh Gott, oh no. Ob sie das überleben? Oh, mir ist gerade eingefallen, Chat. Sie haben das überlebt, weil er das hochgeladen hat, den Vlog. Freunde, es geht saved. Los. Jetzt wird ein Vlog gedreht. Wir haben die ganze Zeit uns Kopf gemacht, was jetzt passiert und so. Also ich sag mal, ich habe für das, was wir heute machen, eine Expertin organisiert. Boah, es wird zwar sein mit Insekten oder so. Expertin? Ach, Scheiße, ich weiß, wo wir sind. Kann es sein, ist das die Expertin, die eine ganz gut bekannte Person ist? Expertin? Ja, hallo, ich kenne mich, ich habe gar keinen Plan von irgendwas. Ich bin's Mom, Digga, wir fahren zu deiner Mom gerade. Wir sind auf jeden Fall die Experten für heute. Also, ich habe meiner Mama gesagt, was wir brauchen, und sie hat das vorbereitet einfach. Und das ist das, was wir jetzt mitnehmen. Junge, was ist das? Das ist. Das ist hier, COD Infinite Warfare Lootboxen. Das ist hier Battlefield 1 Loot Crate. Nee, Freunde. Boah, diese Kübelschwert. Machen wir jetzt auch? Wollen wir die jetzt schon aufmachen? Nö. Nee. Oh, Danny sieht fresh aus. Ihr müsst wissen, wir fahren jetzt nochmal 20 Minuten wohin. Aha. Dafür brauchen wir. Nice. Brauchen wir die Boxen. Aha. Aber bevor wir losfahren, habe ich mir überlegt, ziehen wir uns noch ein paar geilere Sachen an. Nein. Airdrop. Oh nein. Oh Gott. Beide haben so keinen Turn drauf. So Jungs, wir sind da. Da hinten seht ihr das Tor. Da geht er durch und dann ab da seid ihr auf euch gestellt. Oh Danny. Fuck. Survival. Also Sänger ist doch ganz einfach. Oh no, oh Gott. Okay, ja, ich dachte, dass ich jetzt in der Mitte laufe und jeder nimmt einfach an so einem Bolzplatz. Ein Henkel von euch. Und da ist dann irgendwie, da ist dann so ein Wirtshaus in der Nähe. Oh no. Oh no. Boah, Digga, das ist also wirklich Sascha Huber Workout, Alter. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Sascha Huber Workout. Timo, Platz da, du Sau. Komm, hopp, 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 hopp. Weiter. Yo, Black Tie, Doc. Danke. Ja, wir müssen weiter ins Dickicht und schlagen. Leute, hier vorne sind wir zu offen für den Wind und die wilden Tiere. Wenn wir so wie bei Grill so laufen, so. Genau. When you see the wood in the tree, you know. The wood is ready to... Digga, wir sind 3 Minuten im Wald, alle haben so ihre Neandertaler-Vibes, Alter. Baumfällen! Das ist mein Speer. Ihr müsst die Kisten zu zweit tragen, weil ich pass jetzt auf. Kann ich kurz die Kamera halten und du machst das in der Mitte? Sorry, ich bin dafür ausgebildet. Wir müssen es, glaube ich, wirklich hasseln, dass wir Lager und so hinkriegen und dann können wir chillen. Ja. Wenn wir aber nach Dunkelheit noch anfangen, oh scheiße, ich Yo, Tracer, danke, brav. Ich glaube, dann wird scheiße. Auf jeden Fall, wir müssen uns beeilen. Ja, direkt weiter, Digga. Oh, mit mir können wir da zu Jahre ziehen gehen. Los. Alter Junge, ihr müsst euch vorstellen, so Fritz Meinecke macht das jede Woche. Oh Digga, schau mal da hinten. Schau mal, da ist so ein riesiger Baum. Was ist, wenn wir bei dem Baum einfach so ein paar Stöcke an die Seite machen? Da können wir uns so ein Haus bauen, Digga. Ich meine, es kann passieren, dass der das ist halt, umfällt. Keine Ahnung, es ist halt so ein Urlaubsort. Das ist so ein See, wo dann die ganzen Hipster hinfahren und irgendwie chillen. Das ist halt echt nicht so krass. Und dann sterben wir. Aber das ist halt wirklich nicht so krass. Also unser Plan ist es hier so diese, so das zu bauen, dass wir hier drunter pennen können. Wir müssen auch gut auf den Wind achten, weil der Wind ist hier krass teilweise. Der kühlt uns aus dann. Bruder, wirklich diese Ghillie-Suit-Sticker. Wollen wir die ausziehen? Ja. Hebt ihr euch aber mal auf die Ghillie-Suits. Die sind gute Insulation für später. Ey, ich hoffe, meine Mom hat gegönnt, Alter. Was ist das? Kann man die Kiste umbauen in irgendwas?
Digga, chill mal. Oh shit, hier fürs Lagerfeuer, Leute. Zum Wasser warm machen. Oh, das sind Lampen. Das sind Lampen. Fucking oh, Wasserkocher. Oh ja, 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 ja. Das ist so eine Armeeplane. Oh shit. Eine Axt. So alright, komm. We got right there. So many bottles. Vitellwasser. Right? Any brothers out here? Okay, Danny, bitte bring dich nicht oben. Ja, okay, so. Nein, 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 weiter, oder? Weiter hinten. Oh nein. Haben wir keine Schutzbrille? Digga, Schutzbrille. Ey, hier ist der Spinne, Timo. Hier. Ja. Komm her. Timo. Sorry, ich hatte gerade einen Termin. Was war los? Ja, war kurz Zahnarzttermin hier im Wald. Also, vom Fundament her sage ich mal so, lass dir nicht die Bauaufsicht sehen, ey, was wir hier treiben. Das ist ganz schön eine Oschi, ey. Oh, die machen wirklich so ein Zeltding. Süß. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, let's go. Danny, wie viel bist du gerade hier eine Bereicherung für das Team? Digga, ich fasse lieber nichts an, weil sonst alles zusammenbrechen würde. Alles klar. Okay, wir finishen jetzt das ganze Ding hier. Wir machen hier die Seiten noch zu, irgendwie mit den Giddy-Suits. Das überlegt sich der Mann. Hier ist der. Yo! Weil wir keine Plane mehr haben. Hier stellen wir die zwei Kisten hin, um ein bisschen Windschutz zu machen. Hier noch mehr Hölzer. Und echter Alpha Kevin, dafür für den Huge Raid. Dann machen wir Essen. Bis gleich. Oh, die machen wirklich so ein Zelt. Freunde, wir haben gerade alles fertig gebaut, Sonne ist auch gerade untergegangen und wir geben euch jetzt quasi so eine kleine Hütten-Tour, alright, Freunde? Die Ghillie-Suits haben wir hier geused, um hier oben so zu isolieren, dann haben wir hier unten eine Fahne hingeballert. Die haben Rezo und ich hier so festgemacht mit so Schnüren. Dann hier hinten, ja, auf Grenzmann haben wir auch noch eine Fahne hingeballert. Da hinten, weil lass mal auf die andere Seite gehen. Ah, das ist das Werk von Timo und mir, Digga, wir sind sehr stolz da drauf. Wir haben hier so mit Holz und Laub, haben wir hier so hochgebaut, weil wir hatten nur zwei Plane, da mussten uns hier irgendwas einfallen lassen. Hat die nicht irgendwie so zwei Zelte da drin? Und dann haben wir hinten auch noch mit einem weiteren Ghillie-Suit alles abgedeckt. Ultra wild geworden, no Joke. Ich find's krank. Übergeil, oder Jungs? Wir haben sowas früher auch gebaut auf Roadship User Danke Bruff, wir hatten so einen Wald Spielplatz bei uns an der Schule. Und da haben wir auch so und so Hütchen gebaut. Perfekt, Digga. Ey, geil. Ey, ihr seid richtig motiviert gerade, oder? Steht mal ich auf. Mach jetzt Feuer! Let's go! Juhu! Wir suchen jetzt Feuerholz. Ich hab schon was. Kevin hat jetzt eine Idee. Aber wir zünden jetzt gegenseitig unsere Schwänze an, damit wir keinen Cock mehr haben. Oh, das war nicht die Idee, Digga. Dafür haben wir nicht die Kamera angemacht. Okay, okay, okay. Geil, Digga. Was? Good job. Good job, wir haben Feuer angemacht mit einem Streichholz, Männer. Also, wir haben einmal Vanille... Digga, was? Vanillepudding? Yo! Yo, okay, hä? Pasta mit Käsesoße und Schokomüsli. Hä, das ist übel geil, WTF. Heißes Wasser rein, umrühren, warten, essen. Digga, warum kann Koch nicht immer so einfach sein? What the fuck? Oh, guck mal, Timo, so. War das so? Ja. Ach, scheiße, das wird nie perfekt. Funktionieren. Das ist so eine geile Technik hier, Alter. Boah, Rätselmann 1 riecht richtig geil, Digga. No joke. Smoke den Joint und denk an nix. Boah, Digga, das ist übergeil. Guck mal, das Ding ist, das sagt auch so ein Bear Grylls und so immer. Ey, Leute, ich weiß, es sieht wahrscheinlich gerade für euch richtig eklig aus, aber wenn man einen halben Tag gehungert hat, ist einfach nur lecker. Und so ist es gerade auch einfach. Freunde, ich habe gerade einen kompletten Apfel gegessen und jetzt habe ich geisteskranke allergische Reaktion. Mein Hals ist angeschwollen und ich habe mein Auge gerieben. Oh, oh. Alter. Ist da genug Wasser drin für zwei Puddings? Oh. Du kannst dir gefälligst selber den Wasser ach, guck mal, er hat seine Get on my Level Hose an von unserem Roleplay. Was soll denn der Scheiß hier? Wenn es gleich scheiße schmeckt, ich spuck's einfach aus. Okay. Bismillah, alhamdulillah, oh mein Gott. Das kann ekelhaft sein. Er spuckt's aus. Shit's disgusting. Hat er die Linse angespuckt? Ich brauch mehr Wasser, Timo. Same. Ich brauch einen Pudding. Ja, das ist mir egal. We all need more water. You may have a cup of water for us. Kann mal jemand jetzt Timo einen Pudding machen, aber nicht ich? Sag mal, das Wasser ist. Ihr müsst doch nur Wasser da reinfüllen. Was ist jetzt denn hier für ein Stress eigentlich? Yeah, Mr. Tambourine Man! Mann, ich mach grad Lichtschiffe. Ich hab immer noch keinen Pudding. Film das mal bitte. Ja. Ja. Richtig traurig. Ich habe immer noch kein Pudding. Film mal. Hat jetzt noch jemand Timo bitte einen Pudding machen? Nee, Timo kann man nur lassen. Was willst du? Ich will einen Pudding. Digga, ich sehe immer noch nichts, Mann. Flashbang. Lass doch morgen filmen, wie wir einfach aufwachen und gegen sich unsere Schwänze lutschen. Die haben safe gebufft. Naujo, ich glaube auch. Ich glaube, oh Gott. Hast du gut geschlafen, Bro? Richtig super geschlafen, also. Holy shit. Es war echt kaum windig und echt auch schön warm und mir tut es nicht der ganze Rücken weh. Ich hatte in der Nacht 50 Warnkrämpfe oder so. Ah, doch, das habe ich gehört, ja. Du hast gestern eine Banane und Apfel gegessen, dein Körper kommt darauf gar nicht mehr klar, jetzt was hier an Vitaminen gerade reinkommt. Bist du geschlafen, Bro? Was? Brauchst du etwa? Nein. Mama, kannst du uns abholen? Abholen. Und so neigt sich ein Abenteuer dem Ende zu. Und Danny, wie fandest du es? Krass. Eine Nacht.
ernährungstechnisch, was ich nicht so vollgas wie ich erwartet habe. Also Ernährung war bei mir jetzt nicht so vollgas, wie schon gesagt. Oh Mann, halt wirklich, no joke, wir sind so weit weg von der Natur, ne? Wir würden alle nicht überleben in der Wildnis, vor allem die nicht. Wir würden halt legit nicht überleben. Wir haben es überlebt. Nicht mal einen Tag. Mach mal ab ins Auto. Oh no. Das war süß. Jungs. Süß. Das war ein süßes Video. Ich mochts. Das war süß. Das war süß. Ja, das war sweet. Das mochte ich.